Ja, hallöchen, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fishing Planet. Und ja, jetzt bekomme ich an den Chat hier auch die Halsabschneiderforellen ran. Deswegen wollen wir da einfach mal schauen, ob das jetzt, sage ich mal, zu der jetzigen Uhrzeit irgendwie anders ist. Denn so viel später ist es nicht. Ich habe auch mal die Krebse ausprobiert, die es da im Shop zu kaufen war, und die haben so überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich auch gelesen, dass die meisten Fische überhaupt nicht auf ja, die Dinger stehen. Und ja, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall, ja, war ich da sehr, ja, hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich meine, ist Lehrgeld, aber ja, man lernt halt draus, ne? Und ja, also ich finde Shad und den Narrow Spoon mittlerweile wirklich am besten. Wir machen jetzt hier so eine Mischung draus. Also wir werden jetzt ein bisschen mit dem Shad weiterhin fischen. Kriegen wir vielleicht auch ein paar Halsabschneiderforellen raus. Also da, wie gesagt, ne, da haben wir eher die anderen gebissen, aber jetzt war halt auch eine Halsabschneider zweimal dran. Und deswegen denke ich mal, dass sich das vielleicht auch uhrzeittechnisch so ein bisschen verändert. Auf jeden Fall, Bisse habe ich hier eigentlich gerade ganz gut. Also ich habe jetzt hier nicht so viel geangelt, habe halt vor allem eben diese Krebse getestet und da war ich dann halt echt stark unterwältigt von. Deswegen bin ich jetzt auch wieder hier ein bisschen auf den Chat gegangen. Können wir auch mal den gelben testen, ob der vielleicht irgendeinen Unterschied macht. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das jetzt so ein riesiger Unterschied ist. Aber können wir gleich mal gerne gucken, ob das hier irgendwie, ja, einen Unterschied macht. Bin halt hier jetzt schon relativ weit vorne wieder. Da war jetzt nichts dran. Also können wir jetzt mal eben kurz den gelben ranmachen und schauen, ob da vielleicht irgendwie, ja, sag ich mal, entweder die Fische anders sind oder die Bissfrequenz sich verändert. Können wir einfach mal den gelben nehmen und den da wieder reinschmeißen. Und mal ein bisschen rumtesten. Auf jeden Fall muss ich das mit dem Shop wahrscheinlich zurücknehmen, dass man da doch vielleicht nicht ganz so gute Hilfen bekommt, was hier funktioniert. Ich meine, ein paar Spinner sind da drin und Spinner kann man hier anscheinend auch verwenden. Also Nano-Spinner oder so waren da drin. Aber auch die Größen, so 3/0, da finde ich eigentlich so ein 2-0er hier gerade besser. Zumindest kann ich ja auch Trophäengrößen mitfangen und ich weiß nicht, ob der 3.0er, 3, ne, /0 dann vielleicht nicht sogar irgendwie zu groß wäre. Aber könnt ihr mal einfach so in die Kommis ballern, was ihr darüber denkt? Also denkt ihr, dass der Shop eine gute, ja, eine gute Stelle ist, um, sag ich mal, sich Ideen zu holen zu dem jeweiligen See? Oder denkt ihr, dass das völliger Quatsch ist? Und da haben wir wieder einen dran. Ja, ist jetzt nicht so ein großer. Also der wehrt sich aktuell nicht ganz so stark. Zumindest geht meine Bremse hier nicht an. Also der scheint eher klein zu sein. Vielleicht so ein Kilo. 1,2, irgendwie so um den Dreh. Jetzt wehrt er sich zwar. Ist ein Schwarzbarsch, gell? Jo, ein Schwarzbarsch in Trophäengröße sogar. Sehr nett. Kann man immer gut gebrauchen. Und ja, einfach mal schauen, was wir hier so rausholen. Ich werde jetzt noch so 1, 2, 3 Würfe machen, denke ich, mit dem gelben Shad hier. Und dann einfach mal schauen. Ich dachte übrigens, dass eher andere auf den gelben Shad gehen, weil, naja, ich glaube, der einzige gelbe Fisch, der hier in dem Gewässer ist, den die als Futter nehmen könnten, wäre, glaube ich, der Schwarzbarsch. Was irgendwie ein bisschen komisch ist, dass der Schwarzbarsch heißt, obwohl er gelb ist. Oder gelblich oder golden oder whatever, auf jeden Fall so eine, ne, so in Richtung gelb. Und schon wieder da dran. Also, ich will jetzt nicht zu schnell hier irgendwie, sage ich mal, aber das ist schon krass, dass hier so schnell wieder einer dran ist. Ihr habt ja gesehen bei den Chats, ne? Da dauert es ein bisschen. Ich denke mal, damit wir diese Episode so ein bisschen anders gestalten können, können wir wahrscheinlich jetzt erstmal beim gelben Chat bleiben. Vielleicht bleiben wir auch erstmal dabei. Weil, ne, never change a running system. Wenn das gerade so gut funktioniert, sollte man das vielleicht auch beibehalten. Und da ist jetzt schon ein Brocken dran. Also hier hat die Bremse schon ein bisschen mehr zu tun. Oh ja, der zieht ordentlich.
Also der hat noch richtig Feuer hier. Denk mal so 2 Kilo, 1,8. Kommt wahrscheinlich hin. Nice. Wird er aber langsam, glaube ich, auch müde, oder? Jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, es ist sowas, das ist irgendwie eine Bachforelle oder so. Nee, nicht Bachforelle, sondern hier, wie heißt das andere nochmal? Hier Red Band oder so eine Halsabschneider. Ja, wobei doch, der war jetzt nur so eben so nah dran, aber jetzt ist er wieder immer noch gut am Kämpfen hier. Also ich glaube, den holen wir doch noch nicht raus so schnell. Übrigens habe ich jetzt alles perfekt eingestellt. Das heißt, ich kann nicht mehr übersteuern. Ich bin immer maximal auf minus 12 dB. Das heißt, wir haben hier, ja, jetzt auf jeden Fall die Audioqualität soweit gesichert. Das finde ich auch schön. Und da das Mikro ja auch, sage ich mal, so ein gutes Mikro ist, nicht alles so, ja, relativ sauber eingestellt habe, kann ich jetzt auch viel, viel besser die ganzen Episoden aufnehmen. Und das finde ich ganz, ganz wundervoll, weil das mir natürlich auch eine Menge Arbeit abnimmt. Gerade wenn ich dann später die Folgen dann render, dann kann ich einfach sofort rendern. Ich brauche nicht noch Audio durchhören, ob da irgendwas, sage ich mal, nicht so koscher ist oder so, sondern wenn ich jetzt nicht über irgendwelche, ups, unschönen Themen rede oder so, dann ist es ja auch alles easy. Und eine Regenbogenforelle in Trophäengröße, ja, super. 1,9 Kilo habe ich doch gut geschätzt, oder? So. 1,9 Kilo mal eben. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, die Bissfrequenz war jetzt höher. Mal sehen, wie es jetzt ist mit dem Gelben weiterhin. Also wir müssen jetzt natürlich ein bisschen reinwerfen, um da überhaupt so ein bisschen was zu sagen zu können. Nur weil es jetzt zweimal, sage ich mal, relativ schnell war, heißt das ja noch nichts, ne? Ich muss natürlich auch hier die Präsentation hinbekommen. Natürlich auch wieder so ein Punkt. Da muss natürlich auch jetzt, sage ich mal, gut bleiben. Damit wir da überhaupt sagen können, ob sich da was verändert hat. Da sind wir, glaube ich, irgendwo hängen geblieben gerade. Ich versuche auf jeden Fall auf diesen 2 Punkten zu bleiben. 3 Punkte kriege ich irgendwie nicht hin. Da bin ich wahrscheinlich zu blöd für. Oder mit der Spule, beziehungsweise mit der. Warum sage ich immer Spule? Mit der Route slash Rolle lässt es sich ja nicht so gut machen. Aber so funktioniert das schon ganz gut. Also jetzt war nicht so schnell was dran. Genau zu sein, ist hier gerade gar nichts dran. Ja, und hier vorne, da mache ich das nicht so gerne. Deswegen nochmal ein bisschen hier so nach links werfen. Dann versuchen wir es nochmal. Ansonsten nehmen wir gleich mal den Narrow Spoon. Oder ich werde die Folge einfach durchgehend das hier reinwerfen. Und einfach, ja, mal schauen, wie der Gelbe so performt. Also bisher war er keine Enttäuschung. Denn man hat halt manchmal aus so einen Wurf, sage ich mal, der nicht funktioniert, wo nichts dran ist. Das haben wir auch beim anderen gehabt, glaube ich. Habe jetzt die andere Folge nicht mehr so ganz im Kopf. Weil ich mache ja zwischendurch auch mal Pause oder, ne, das ist ja nicht immer alles so perfekt im Gedächtnis. Oh, dieser Vogel. Dieser Vogel. Irgendwann. Irgendwann werde ich diesen Vogel zum Schweigen bringen. Schon wieder, ne? Das ist immer so ein Punkt, wo man sich so festhakt irgendwie. Und ne, irgendwie war das wohl eben nur Glück, dass der so schnell da was gefangen hat. Jetzt haken wir hier irgendwie ab und zu mal irgendwo fest. Wir können es auch mal probieren, ein bisschen langsamer zu machen. Momentan bin ich ja relativ schnell unterwegs hier mit Anheben und Fallen lassen.
Und ich frage mich, ob man da vielleicht so ein bisschen Pause machen sollte. Jetzt, guck mal, ich würde jetzt noch sagen, wir werfen jetzt noch einmal aus. Und wenn er jetzt wieder nicht, ne, nicht hat, dann werde ich auf jeden Fall auf den Dings wechseln, auf den Narrow Spoon. Aber einmal will ich noch. Einmal will ich noch testen hier. Irgendwann. Schweig. Schweig. Seht ihr, das funktioniert. Ah, mein schönes Yamaha-Board, ey. Ich liebe diese Effekte. Aber ich glaube, man muss da schon durchgehend. Also, ich habe das Gefühl, dass man den nicht lange liegen lassen kann. Nicht wie bei Stop and Go. Nee, da ist auch die Präsentation dann nicht so gut, ne? Also wenn ich da langsamer bin, dann ist die Präsentation auch nicht so toll. Also wenn ich so einen bestimmten Rhythmus habe, dann komme ich hier auf 2. Hat auch ein bisschen was mit der Länge von dem Ziehen zu tun, habe ich das Gefühl. Jetzt war ich sogar kurz auf 3, wie ihr gesehen habt. Da. Kurz auf 3. Aber ja, will auf jeden Fall gerade nicht. Das war wahrscheinlich wirklich nur Glück, dass der Gelbe hier besser performt hat gerade oder schneller. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen mit dem Narrow Spoon noch machen, um hier, sage ich mal, die restliche Folge vielleicht noch ein paar Fische reinzuholen. Vielleicht ist der Spot da hinten gerade auch ein bisschen tot, aber ich glaube eigentlich nicht. Müssen wir auf 2 gehen. Mit 2 twitche ich hier ganz gerne. Auf 1 ist mir ein bisschen zu langsam, weil da sinkt halt der Köder immer so ab und das nervt mich ein bisschen. So, vielleicht hätten wir auch, sage ich mal, einen Chat mit 1/0 nehmen können, aber ja, ich denke mal, das geht schon. Der andere Chat hat ja auch gut funktioniert, ne? Wollen wir hoffen hier. Also bei Twitchen, da habe ich eigentlich immer guten Erfolg gehabt. Deswegen mal sehen. Ich muss auch sagen, dass ich heute so leichte Unterbrechungen habe. Also so eine Sekunde, sage ich mal, wo das Spiel dann kurz mal stehen bleibt. Das scheint aber ein Lag zu sein und kein Grafikbug oder sowas. Also nicht von meiner Seite aus. Oh ja, da haben wir einen. Moin. Einen Schwarzbarsch, wunderschön. Ich glaube, bei dem Twitchen werde ich mal eben kurz immer so kleine Pausen machen. Aber zwischendurch werde ich dann auch die Geschwindigkeit ein bisschen verlangsamen, wenn ich näher an mich rankomme hier. Aber gerade am Anfang können wir nur vielleicht mal so ein bisschen twitchen und immer so eine ganz kleine Pause machen, damit die interessierten Fische vielleicht rankommen können. Aber ich weiß nicht, ob das da so sinnvoll ist. Bei Stop and Go macht man das ja. Man wartet dann kurz. Und da mal wieder was. Ich sag ja, Twitchen funktioniert mit dem wunderbar. Das ist ein bisschen kleinerer. Ist auch ein Schwarzbarsch wieder, oder? Ja, ein junger Schwarzbarsch. Willkommen. Mach's dir im Setzkescher gemütlich. Lange wirst du nicht drin bleiben. Du. Aber irgendwie jetzt ein paar mehr. Also ich habe das Gefühl, dass die Zeit wirklich bestimmt,
was da hinten so rumschwimmt. Jetzt scheint es eher Schwarzbarsche zu sein. Vorher waren es dann kurz Regenbogenforellen, wo ich dann immer diese Regenbogenforellen hatte. Jetzt schon wieder, ich glaube auch wieder, so ein jüngerer Schwarzbarsch ist das wahrscheinlich wieder. Ja, sonderlich stark auf jeden Fall nett. Wie ein Schwarzbarsch, ja. Junger Schwarzbarsch schon wieder. Sind wir hier auch schon wieder so ein bisschen im Abgang. Das heißt, 17 könnten wir eigentlich nochmal gehen. Aber nee, dann kann ich. Ah, wisst ihr was? Wir werfen mal dahin. Da sehe ich gerade so schön viel Bewegung. Da mag ich mal probieren, ob wir da vielleicht einen Interessenten für unseren Narrowspoon bekommen. Das ist auch irgendwie das Coole an Fishing Planet, dass einmal der Punkt, wo du hinwirfst, entscheidend ist. Und jo, da ist einer. Da hat jemand Bock. Dass einmal der Punkt entscheidend ist, wo du hinwirfst, dann nochmal der Punkt, ja, ich meine, welchen Spoon du verwendest oder beziehungsweise welchen Kunstköder, nicht Spoon, der verschiedene Spoons, aber beziehungsweise andere Sachen außer Spoons, aber dass der Köder entscheidend ist, dann wo du hinwirfst und ne, es ist ziemlich cool. Es gefällt mir auch sehr an Fishing Planet und auch, dass ich nicht gezwungen bin, echt Geld reinzucashen, wenn ich nicht möchte. Beziehungsweise bisher komme ich halt super auch ohne aus. Und das wird wahrscheinlich auch zukünftig der Fall sein. Hoffentlich. Aber aktuell fühle ich mich halt nicht gezwungen reinzucashen. Oh, ein Schwarzbarsch hier. Oh, 150, sehr schön. Wieder ein Kilo. So gefällt mir das. Also jetzt scheinen gerade, wie gesagt, Schwarzbarsche hier aktiv zu sein. Ich habe sie die ganze Zeit Schwarzbarsche raus. Also das könnte natürlich Einbildung sein. Oder beziehungsweise Glück sein, dass ich hier. Beziehungsweise eine Fügung des Schicksals, dass ich hier gerade um die Schwarzbarsche rausziehe. Aber ich denke mal nicht. Wird wahrscheinlich schon daran liegen, in zu welcher. Oh, da haben wir wieder was. Und diesmal was Großes, wie es scheint. Oh ja, doch, der hat jetzt schon Power. Da geht die Bremse ganz schön hoch. Und wir halten mal gegen. Die Bremse scheint so relativ gleich mit dem Fisch zu sein. Das heißt, er hat gerade so viel Kraft, dass er die zum Pingen bringen kann. Aber er ne, kann keine Meter, sag ich mal, wegkommen. Seht ihr das? Das ist gerade so, habe ich das Gefühl, so ein relativ ausgeglichener Kampf hier zwischen Bremse und Fisch. Deswegen wir jetzt noch ziehen. Na, wobei. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Aber was rede ich? Der Fisch ist stärker. Okay, der Fisch ist auf jeden Fall stärker gerade. Aber jetzt können wir wieder relativ gut reinziehen. Hat er wieder einen Snickers gefunden hier. Das kennen wir ja schon. Alter, jetzt zieht er aber. Jetzt zieht er aber. Also der wird groß sein. Alter Schwede. Wie weit willst du denn ziehen? Junge. Kannst du mal eine Ecke chillen? Alter Schwede. 60 Meter mal eben. Was geht denn mit dem? Ich meine, ich mache mir keine Sorgen hier, aber. Momentan noch nicht. Ab 100 Meter mache ich mir Sorgen. Aber seht ihr das? Was hat der bitte für eine Power? Ich muss jetzt mal ein paar Meter gewinnen hier. Sind wir gleich wieder unter 60, hoffentlich.
Ich glaube, der hat mich eben einfach so ein bisschen verarscht hier, wo er so even mit der, ne, so auf dem gleichen Stand wie die Bremse war. Jetzt gewinnen wir auf jeden Fall ein paar Meter wieder. Jetzt hat er sich wahrscheinlich hoffentlich ausgetobt. Aber alter Schwede, 60 Meter mal eben. Wieder weggedüst ist, ja? Wie ein Düsenjet, echt. Boah, schon wieder. Nein! Was ist los mit dem? Jesus Christ, ich will wissen, was das für ein Fisch ist. Was tut der hier mit mir? Ich meine, es ist schon cool, dass wir gegen Ende der Episode nochmal diesen richtig schönen Fight hier haben. So, das ist wirklich ein Kampf, den hätte ich mir jetzt nicht besser vorstellen können, beziehungsweise wünschen können für diese Episode. Alter Schwede. Komm, ich will dich begutachten. Ich will sehen, was du bist. Das ist mir jetzt auch egal, ob ich die Leine so ein bisschen im Arsch mache, weil ich zu lange immer gegen die Bremse dann arbeite. Das ist mir gerade völlig egal. Ich will den haben. Ich darf den nicht verlieren. Unter keinen Umständen. Deswegen mache ich auch momentan so hier. Also ich gucke jetzt nicht zum Fisch, weil so habe ich das Gefühl, dass ich die Spannung besser oben halten kann. Ich werde jetzt immer so ein bisschen nach links gehen. Würde ich vielleicht so ein bisschen zur Seite dann... Boah. Ne, diesmal nicht, du. Diesmal nicht. Du kommst mir jetzt nicht mehr weg. Alter, was ist das für ein Fetter? Ich weiß nicht, was das für eine was das für eine Fischspezies ist, aber Alter, der muss riesig sein. Und vor allem, was der für eine Power hat, ne? Was wie der da weggezogen ist, wie so ein Düsenjet und 70, ich glaube 70 Meter hatte der einmal, oder? Auf jeden Fall 60 Meter, also 65 Meter hat er auf jeden Fall geknackt. Richtig heftig. Wie gesagt, es ist mir jetzt auch egal, ob ich die Ausrüstung ein bisschen beschädige dadurch, dass ich hier ein bisschen sehr großzügig reinziehe. Aber der darf nicht weg. Der darf auf jeden Fall nicht weg. Dementsprechend darf hier auch die Schnur nicht locker sein. Da muss ich auf jeden Fall jetzt richtig drauf achten. Ja, 12. Holla, die Waldfee, der hat ja immer noch Energie. Aber langsam kommt er ran. Er wird müde. Hoffentlich. Zumindest macht er nicht mehr den Düsenjet hier. Jesus, was bist du? Was für eine Ausgeburt hier bist du? Wie das muss, der muss riesig sein. Komm. Noch will er nicht. Oh. Was ist hier dran gewesen? Eine einzigartige Regenbogenforelle. 3 Kilo. Oh. Jesus. Schon wieder so eine Regenbogenforelle. Und die hat gekämpft, ey. 3 Kilo. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Vielen, vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denne und tschüdelü.